Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Es ist mal wieder Champions League Zeit und es steht ein schweres Spiel an gegen Atletico Madrid. Die sind Tabellenzweiter, wie wir wunderschön sehen. Das heißt, mit einem Sieg würden sie quasi sich sichern, dass sie auf jeden Fall weiter sind und würden das Ganze nochmal ein bisschen spannend machen. Ja, wir selber eigentlich weiße Weste können auch auf eine gute Saison bisher zurückblicken. Gute Form der Spieler. Mal gucken, was hier. Monatliches Scouting-Update. Vielleicht kommt da ja noch ein Spieler rein, den wir so noch gar nicht auf der Liste hatten. Oh, Pressekonferenz. Die Ereignisse überschlagen sich. So, wo haben wir denn mal einen? 50.000. Ich wollte mal so einen richtigen Kracher haben. Der hier, 130.000. Mit ihm hier 70.000. Plattfüllt. Oh, Plattfüllt. Okay, muss ich erstmal einen freilassen hier. Lassen wir den mal. Glaube ich, gehen wir frei. Genau. So, jetzt können wir auch Plattfüllt holen, glaube ich. Da ist es. Verpflichten. Was sind wir hier? 110.000. Nehmen wir den auch mal. Dann machen wir mal ein bisschen Aufräumen hier. So, tschö, Christopher, weg mit dir. Und dafür kommt jetzt hier Arne Mees. War das er? Nee. Er hier war es, ne? Genau, Gillis Willems. Gillis Willems, willkommen im Squad. Mal sehen, ob du deine Chance bekommst. Jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Wir gehen nimmer an der Pressekonferenz teil. So, wieder unseren schönsten Trainingssweater, den wir finden konnten, angezogen. So, im Duell haben sie ein hitziges Spiel erlebt. Wie hoffen sie es diesmal? Unhitzig. Gibt's nicht. Mich interessieren nur Siege. Hoffentlich leistet Atletico Madrid mehr Gegenwehr. Wir wollen auch diesmal gewinnen. Also das wäre wohl... Also na gut, nehmen wir das hier. Ich bin mir sicher, dass meine Mannschaft heute alles geben wird, um diesen Erfolg zu wiederholen. Nach ihrer guten Leistung im letzten Spiel geht es nun gegen einen stärker eingeschätzten Gegner, müde sich den Druck unter solche Wettbewerbsspiele. Die Jungs haben alles gegeben, wir haben die Kondition in meinem Blick. Müdigkeit gibt es auf diesem Level nicht. Wir haben die Kondition in meinem Blick. Die Jungs haben alles gegeben. Wie gehen sie mit der Müdigkeit um? Im letzten Spiel haben die Jungs alles gegeben, da kann man am Ende der Sieg raus. Jetzt werden wir erstmal erholen, dann bereiten wir uns auf... Was? Okay. Das macht jetzt gar keinen Sinn, was du mich gefragt hast und was ich geantwortet habe. Zuletzt haben sie tolle Leistung gezeigt, kann das so weitergehen, wir können noch mehr, bin dabei, wir müssen uns konzentrieren. Focus! Die letzten Ergebnisse waren gut, wir müssen bla 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 arbeiten. So, wir wollen jetzt spielen. Was? Ist da nicht schon, oder? Tja. Die Cash ist ja weg, Rodrigo, komm, ist das? Und ist das dann die Rodrigo? So, zu Gast in Madrid. Es wird nicht einfach, so viel steht mal fest. So, Mann, wann können wir den hier endlich mal? So, jetzt geht's hier weiter. Und es geht bei bedecktem Wetter geht's los. So, Bednarek spielt. Klaasen ist drin. Klaasen, würde ich sagen, geht raus. Wo ist Almada? Almada spielt sogar schon. Foden ist ein wenig platt. Brahim ist ein wenig platt. Alle sind irgendwie ein bisschen platt. Bring mal Alize da. Gomez nehme ich mal mit anstelle von Möwald. Pierre Gabriel würde ich ganz gerne sehen. Und in der Innenverteidigung Hefty darf daran. Anstelle von Ayer. So, wen haben wir hier noch ohne Fahrausweis? Gravenberg, den finde ich auch so gut. Nehmen wir mal anstelle von Brahim mit. Mutsu weiß ich jetzt nicht. Für außen Iyuki könnten wir noch mitnehmen als schnellen Mann, vielleicht anstelle von Gummy, würde ich vielleicht sagen. Haben wir nur keinen einzigen Defensivspieler dabei. Ach, dann nehme ich hier doch noch mal Adarabayou mit oder Ampadu. Ampadu. So, alle ein bisschen Platz. Platz. Dann machen wir es mal so. Costa darf mal von Anfang an ran. Wo ist er denn da? Ist er? Klaasen. Tja, Klaasen, du bist nicht fit. So.
schweres Spiel. Uns reicht, glaube ich, schon unentschieden. Dann dürfen wir eigentlich durch sein. Madrid muss irgendwie gewinnen, um, wie gesagt, sich auch die anderen Mannschaften auf Abstand zu halten. Da sind nur 3 Punkte Unterschied. Das ist ein bisschen eng, sage ich jetzt einfach mal. Wir dürfen, denke ich, auf jeden Fall durch sein. Aber wir wollen natürlich auf jeden Fall gewinnen. So, Lautaro. Wir machen mal lieber schnelle Spiele. Sonst wird es peinlich. So, Maxi Eggestein. Heute mal auf der Bank. Stille im Stadion. Atletico 1903. Dem Estadio Metropolitano zu Madrid. So, Wolf Fuß, Frank Buschmann sind ja auch irgendwo, aber die haben wir stumm gestellt. Ihr hört meine Stimme, das muss auch gut sein. Der Torhüter sieht ein bisschen aus wie Franck Ribéry, oder? Jetzt dreht er sich natürlich immer weg, kaum sag ich's. Da sieht man es vielleicht gleich nochmal so ein bisschen. Oh. So, und da trötet auch schon die Champions League-Fanfare uns in die Ohren. Das ist natürlich gut. Das schafft die notwendige Stimmung und Anspannung. Wir wollen jetzt weitermachen. Oh mein Gott. So, ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Tage Pause gehabt von FIFA. Das ist jetzt meine neue Aufnahmesession. Erstes Spiel, neue Session, Champions League gegen Madrid. Mada, Rashica, erstmal Ball halten. Oben schön gesehen. Gabriel. Kopfball, aber nicht richtig viel Druck hintergebracht. Da kann Jan Oblak den Ball einfach runterpflücken. Lautaro. Rückpass. Komm, mach einen Fehler. Nein, macht er natürlich nicht. Lodi. Saul. Better Call Saul ist auch mit dabei. Vorsicht jetzt hier. Neymar. Und so schnell ist man durch. Und. Mann. Das kann doch nicht angehen. Oh, ein paar Flenker. Erste Schrecksekunde. Erster guter Angriff. Costa. Schön auf Aliseda. Und erster Schuss, Tor. Richtig gut rausgespielt. Maxi Eggestein in Szene gesetzt. Das erste Mal ein bisschen weiter mal nach vorne geschoben. Er ist doch mit dabei. Ich dachte, ich hätte ihn ausgetauscht. Ach nee, er spielt ja anstelle von Klaasen. Also Maxi Eggestein heute offensiver und zeigt gleich, wenn man ihn da vorne hinstellt, dann kann er auch ein Tor machen. Hier hatten wir nicht viel Zeit, musste er direkt abnehmen und das hat dann noch sehr gut geklappt. Direkt abgenommen. Optimal getroffen, keine Chance für Oblak. Ja, und somit steht es 1:0 für uns hier. Das ist natürlich für Atletico nicht unbedingt der Plan, den wir hatten. Aber okay, es ist noch viel Zeit auf der Uhr. Alles drin. Wir haben schon die verrücktesten Spiele gehabt bei FIFA. Also von daher nicht ausruhen. Immer weitermachen. Lema. Lodi. Felipe. Gabriel kommt, zeigt, dass es gut war, dass ich Titi reingesetzt habe. Ah, faul gepfiffen. Ein bisschen zu viel gebodycheckt. Und Vorsicht jetzt. Schön gemacht. Komm, sieh's doch. Aliseda. Schön gemacht. Oh, schade, da war kein Spieler von Werder weit und breit. Und Werder weiterhin im Vorwärtsgang. Das gibt Ecke wahrscheinlich. Oder?
Rashica, Handspiel nicht gepfiffen. Dann war es wohl auch kein Handspiel. Oh, Ballverlust von Almada. Jetzt der schnelle Konter. Aber Werder bleibt bis ich. Oh, und Eggestein. Versucht doch mal mit dem Distanzschuss. Da hat er ein bisschen Platz gehabt. Hier sieht man es. Kein schlechter Schuss. Aber auch keine richtige Gefahr. Bleibt weiterhin 1:0. 25 Minuten gleich gespielt. Werder auf jeden Fall hier auf Augenhöhe. Ja, das war leider ein bisschen ungünstig. Thomas. Costa versucht hier alles, aber Bellerin ist durch. Hector Bellerin auf rechts. Ja, das war wahrscheinlich gut antizipiert hier. Thomas. Acosta versucht hier zu nerven. Oh, gefährlich. Luitau. Und Pavlenka ist da. Auf einmal war da die Chance. Und Pavlenka mit den Fingerkuppen dran. Na, mit beiden Händen sogar. Poke. Almada behauptet hier den Ball, allerdings schlechtes zu spielen. Keine Chance, das zu verwerten. Ja, Costa läuft hier noch ein bisschen wie Falschgeld rum. Nächster Angriff! Und das passiert. Mark Rashford, Abpraller. War eine Druckphase jetzt auch von Madrid, muss man sagen. Und da kann Giri den Ball auch nur irgendwie abklatschen. Tja, und im zweiten Versuch Rashford mit dem Ausgleich hier zum 1:1. 32. Minute. Ich sag ja, es ist noch viel Zeit auf der Uhr. Es ist ja noch nichts entschieden. Pierre Gabriel. Schön. Und was? Oh, das sah so aus, wenn er beinahe ein Tor gewesen wäre. Ihn haben wir ja auch mit. Mario Götze. Hier sehen wir es nochmal. Boah, mit der Brust auf der Linie gerettet. Komm, jetzt schönes Standardtor. Oh, da ist einer verletzt. Almada, nein. Erstmal auf Safety, wie das hier aussieht. Almada! Oh, letzte Aktion. Weiß ich nicht. Ist er verletzt? Okay, das war nichts Halbes und ist dann immer noch das Verletztzeichen. Müssen wir ihn in der Halbzeit rausnehmen anscheinend. Läuft auch ein bisschen unrund? Eigentlich nicht. Oh, Lemar gegen Gabriel. Lemar bleibt Sieger. Und. Oh. Jetzt leichte Chancen. Übermacht bei Atletico. Auch das wieder eine Riesenchance. Diesmal Pavlenka wirklich noch mit den Fingerkuppen dran. Kurz ausgeführt. Oh, auf der Linie, hätte beinahe gesagt. Acosta. Heftig. Und kommt er daran? Bellerin gegen Rashica. Bellerin der Sieger. Abseits. Ah, goddammit. Das kann aber nur eine knappe Entscheidung gewesen sein. Naja, sorry, ja, es ist nicht ganz knapp. So ein Unentschieden wäre hier auch, wie gesagt, okay. Allerdings muss Atletico da auch mitspielen. Saul, Better Call Saul ist wieder mit am Start.
Schön gemacht. Also Gabriel da echt überfordert. Und Lautaro macht hier echt ein super Spiel. Und jetzt ist das Spiel zu Ende. Zumindest die erste Hälfte. So, wir müssen mal gucken, was jetzt hier mit Almada los ist. Der läuft auf jeden Fall unrund. Gilt als verletzt. Auf den anderen Plätzen. Bayern liegt zu Hause zurück gegen Olympique Lyon. Leipzig 1-1 gegen Olympiakos. Ansonsten soweit alles okay. So, jetzt geht's anscheinend wieder bei Almada. Was hätten wir alternativ auf der Bank? Gravenberg könnten wir bringen oder Gomez. Vielleicht nehmen wir dann einfach mal Gomez für Almada rein. Almada auf jeden Fall angeschlagen. Mal sehen, ob Gomez da jetzt glänzen kann. Oh, Fehlpass von Acosta. Und Lautaro, der ist echt stark. Setzt ja auch wieder die Spieler gut in Szene. Ja, das sieht gut aus. Götze, Tor. Bam, gleich zu Beginn der zweiten Hälfte ist Mario Götze am Start. Und wird hier gut in Szene gesetzt. Guter Laufweg. Hier sieht man es nochmal schön. Und da zeigt er wieder, dass er eiskalt ist vom Tor. Keine Chance für Jan Oblak im Tor. Verfolgt von 3-4 Verteidigern, aber Götze haut das Ding rein. Sorgt erstmal wieder für ein bisschen Ruhe im Lager der Werder-Spieler. Zum Ende der ersten Halbzeit ist auf jeden Fall Madrid immer stärker geworden und hat dann letztendlich auch das 1-1 gemacht. So, Better Call Saul. Lodi. Ja. Erstmal auch die ersten Unsicherheiten hier bei Madrid. Bellerin. Immer noch durch. Und Augustinsson hat aufgepasst. Schön gesehen auf Rashica. Gomez und... Oh, per Kopf kommt da Ali Seda rangerauscht. Oh, die hat er sogar mit dem Fuß genommen. Das wäre natürlich ein geiles Tor geworden. Ist es leider nicht. Aber eine schöne Chance für Werder hier sogar schon auf 3-1 zu erhöhen. So müssen wir weiter hoffen. Better Call Saul auf Thomas. Rashford. Lautaro. Vorsicht jetzt hier. Boah. Und Pavlenka ist da. Eggestein. Schön gesehen. Und klappt das? Oh, Acosta mal weit aufgerückt und hier sogar mit einer Chance. Ecke. Heftig. Augustinsson. Gomez. Schön gemacht. Immer noch die Chance da. Wieder schön rausgespielt. Oh, keiner in der Mitte. Und der Ball geht ins Aus. Werder auf jeden Fall jetzt mit einer guten Phase. Ist hier am Drücker. Gomez. Bleibt hier Sieger. Werder legt sich den Gegner zurecht.
Abgefälschter Ball. Kein Problem für Oblak. So, 70. Minute. Wir müssen zusehen, dass wir hier so langsam den Sack zukriegen. Benrek. Oh, was wäre da für ein Schuss geworden. Von Acosta, der sich hier ein bisschen besser jetzt zeigt. Gute Offensivaktionen. Aber okay, der geht natürlich 100 Millionen Meter daneben. So, wir gucken jetzt nochmal drauf. Götze auf jeden Fall angeschlagen oder erschöpft. Das heißt, dann könnten wir für ihn jetzt nochmal Steven Plaza bringen. Und hinten in der Abwehr kommt für Bednarek. Oh no. Okay, es kommt doch keiner mehr. Also kommt jetzt Steven Plaza für Mario Götze. Nochmal ein frischer Stürmer vorne, der vielleicht gut in Szene gesetzt wird. Und noch vielleicht hier für das 3-1 sorgen kann. Hinten in der Verteidigung muss es dann erstmal so passen. Und die ist auch gleich schon wieder gefordert, die Verteidigung. Da ist Plaza. Hier der Pass, der kommt nicht an. Acosta. Eckstein. Oh, das gibt rote Karte. Das war hinten in die Beine. Da habe ich mich verdrückt. Eieieiei. Gibt es rote Karte? Es kann ja nur rote Karte geben. Oh, Glück gehabt, ey. Das guckt euch das mal an, ey. Okay. Okay, gelb nehme ich. Gelb ist okay. Lautaro, ey, der ist echt gut. Augustin Zorn. Haut die Pille erstmal weg. Aber Madrid wieder im Kommen. Sauer, Better Call Saul, auf Koke. Lemar, Koke, das könnte sein, das ist es. 2-2. Nicht gut verteidigt in. Da war die Lücke da. Und da wird sie auch genutzt, eiskalt von den Spaniern. Hier sehen wir es nochmal. Er war ganz alleine. Bednarek kommt da zu spät. Und somit steht es hier 2-2. Wenn es denn so bleibt, auch ein Ergebnis, mit dem ich leben könnte. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ah, kein guter Pass von Eggestein. So, Eggestein muss aufpassen. Schon gelb gesehen. Better Call Saul. Wieder die Madrilen. Dürfte Eindruck für Madrid geben. Ah, doch für uns, okay. Wieder Eggestein. Bellerin. Better Call Saul. Jetzt mach nicht den. Abseits? Ich glaube abseits. So, heftig. Schön gesehen. Oh, das kann ich. Oh! Nochmal ein schöner Schuss. Ich weiß nicht, war es wieder Acosta? Den hat er deutlich besser getroffen. Und nächste Ecke. Oh! Alter, was ein Hammer-Tor. Gomez, eingewechselt zur Halbzeit. Nimmt den Abpraller hier direkt und haut ihn aus. Keine Ahnung, was sind das? 35 Meter gewesen, 30 Meter. Haut ihn einfach mal direkt ins Netz rein. Hier sehen wir es nochmal. Ah, es war doch nur 25 Meter oder so. Aber geiles Tor. Absolut mega geil.
Boah, guck dir mal die Bogenlampe an, ey. Richtig reingedreht. Geil. Tja, da ist er fassungslos. So spät hier noch das Führungstor für uns. Und ich denke mal, das dürfte es auch sein. Wieder Better Call Saul. So, jetzt eigentlich nur sehen, jetzt Madrid hier fernzuhalten. Gabriel. Das war's. Game over. Werder hat's geschafft. Gewinnt hier in einer richtig spannenden, guten Partie. Offener Schlagabtausch mit 3:2 gegen Madrid. Gomez heute hier mit einer der Matchwinner. Sein Tor entscheidet hier die Partie zum Sieg für uns. Wir sind auf jeden Fall weiter im Pokal dabei. Götze heute auch wieder mit einem Tor und einer guten Partie. Tja, das war's erstmal hier für heute und jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.